Hallihallo ihr Lieben, ich freue mich wieder, dass ihr da seid. In diesem Video heute, das ich eigentlich aus Georgien und nicht aus Deutschland mache, geht es nicht um die deutsche Grammatik, sondern um deine Motivation. Also wenn du nicht genau weißt, wie du motiviert bleibst, wie du wirklich dran bleibst, dann bleib dabei. Ja, aber zuerst wollte ich dir zeigen, wo ich mein Video heute drehe. Ja, passend zum Thema Motivation. So eine Schönheit. Heute werde ich bestimmt mindestens 2 Stunden Deutsch lernen. Oh, jemand schreibt mir auch WhatsApp. Oh, jemand ruft an. Ah, hallo. Oh, ich wollte noch so ein interessantes Buch lesen. Vielleicht soll ich meine Nägel machen lassen? Hast du dich erkannt? Ja, wenn man nicht motiviert ist, dann findet man alles, was einen ablenken kann. Also nun, wie kannst du so eine Situation vermeiden? Wie kannst du wirklich motiviert sein, Deutsch zu lernen und dich nicht ständig ablenken zu lassen? Also erstens musst du verstehen, dass es 2 Arten von Motivation gibt. Die erste Art ist die intrinsische Motivation. Das heißt, du hast Interesse an einer Sache. Das ist dein inneres Interesse. Beispielsweise, du lernst Deutsch, weil dir die Sprache gefällt. Oder weil dir es Spaß macht, neue Sprachen zu lernen. Also das ist einfach dein Wunsch, Deutsch zu lernen. Das ist aber nicht die extrinsische Motivation und das ist die 2. Art. Bei der extrinsischen Motivation hast du Interesse nicht an der Sache selbst, sondern an etwas, was damit verbunden ist. Zum Beispiel lernst du Deutsch, um in Deutschland studieren zu können. Das heißt, dich motiviert nicht die Tatsache, dass Deutsch so toll ist, sondern weil du mit der deutschen Sprache dir das Studium in Deutschland ermöglichen kannst. Oder wenn du Deutsch gelernt hast, dann kriegst du vielleicht eine bessere Arbeit. Das ist auch die extrinsische Motivation, weil du nicht einfach die deutsche Sprache lernen möchtest, weil sie dir so gefällt, sondern weil dir diese Sprache bessere Chancen auf dem Berufsmarkt gibt. Ja, die Wissenschaftler heute sagen, dass die intrinsische Motivation deutlich besser ist als die extrinsische. Warum? Weil man dann deutlich länger an der Sache dran bleibt als bei der extrinsischen Motivation. Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass die meisten Deutschlerner extrinsisch motiviert sind, weil sie zum Beispiel nach Deutschland kommen wollen, um dort zu studieren oder weil sie vielleicht die Sprache für die Arbeit brauchen oder sowas. Das ist aber ganz, ganz normal. Und deswegen empfehle ich persönlich, dieses Ziel, also zum Beispiel das Studium in Deutschland, unbedingt irgendwo aufzuschreiben, wo man das ständig sieht, wenn man Deutsch lernt. Das heißt, du nimmst dir einen Zettel, schreibst das Studium in Deutschland gleich das Lernen der deutschen Sprache. Und hänge das bitte dort auf, wo du wirklich Deutsch auch lernst in der Regel, zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz. Ja? Und dann jedes Mal, wenn du Deutsch lernst, wirst du auch sehen, wozu du das machst. Und jetzt kommt das Wichtigste. Du solltest auf jeden Fall deine intrinsische Motivation fördern. Wie? Du solltest dir klar machen, nur wenn dir auch der Prozess des Lernens der deutschen Sprache Spaß macht, nur dann wirst du auch viel erfolgreicher und viel motivierter sein. Ja, also wie kannst du deine intrinsische Motivation fördern? Erstens, gestalte deinen Lernprozess so, dass er für dich auch interessant ist. Das heißt,
lese nicht nur die Texte, die vielleicht im Lehrbuch stehen, sondern auch die Texte, die dich interessieren. Zum Beispiel interessierst du dich für einen Bereich für Psychologie. Dann finde solche Artikel in verschiedenen Zeitschriften oder Zeitungen, die mit Psychologie verbunden sind, und beließ dich einfach. Das wird für dich interessant sein, das wird aber auch für deine deutsche Sprache besser sein. Ja, der zweite Tipp zur Förderung der intrinsischen Motivation ist auf jeden Fall der, dass du dich über Deutschland und auch über die deutsche Kultur belesen solltest. Ja, es klingt vielleicht irgendwie seltsam für dich, aber glaub mir, wenn du mehr über die Kultur, über das Land, über die Geschichte des Landes kennst, dann wirst du auch mehr motiviert sein, diese Sprache zu lernen, weil du auch die Mentalität der Menschen vielleicht besser verstehen wirst und dir das auch irgendwie Spaß machen wird, mehr über diese Sprache dann zu erfahren. Glaub mir, wenn du die Kultur besser verstehst, dann wirst du auch die Sprache leichter lernen, dann wirst du auch motivierter sein und dann wirst du auch vielleicht häufiger und erfolgreicher Deutsch lernen. Ja, das waren die zwei wichtigsten Tipps, die ich dir geben wollte. Es gibt aber auch kleinere Tipps, die nicht mehr mit der intrinsischen Motivation zu tun haben, die aber deinen Lernprozess und ja, deine Motivation vielleicht auch ein bisschen erhöhen werden. Erstens, mach dein Handy immer weg. Ja, das wird dir auf jeden Fall helfen, weil du einfach dir den Spielraum geben wirst. Du wirst nicht ständig abgelenkt sein von deinen WhatsApp-Nachrichten, von Instagram und so weiter. Ja, das ist ganz wichtig. Mach das in ein anderes Zimmer und dann ist Schluss. Zweitens, plane immer, wann du Deutsch lernen möchtest. Der Plan wird dir helfen, dich nicht unter Druck zu setzen, eine bestimmte Struktur zu haben. Zum Beispiel, ich möchte jeden zweiten Tag von 16 bis 17 Uhr Deutsch lernen. Dann wirst du das auch nicht ständig verschieben oder nicht sagen, okay, mache ich morgen. Nein, für dich wird es schon sozusagen geplant und dann kommst du auch um 16 Uhr und lernst das. Ja? So, und der dritte Tipp, den ich auch immer gebe, ist, wenn du zum Beispiel einen Nachhilfelehrer hast oder eine Nachhilfelehrerin, dann versuche bitte, die Lehrerin zu finden, die dich auch persönlich anspricht. Was heißt das? Du findest ihre Art angenehm, du findest, dass die auch dich als Menschen sieht und auch sozusagen versteht und auch natürlich die Methoden verwendet, die dich auch unterstützen und die du auch für sinnvoll erachtest. Ja, das war's schon, wie du siehst. Extrinsische Motivation ist gut. Aber intrinsische Motivation ist besser. Also bitte immer dran arbeiten, dass dein Lernprozess interessant gestaltet ist, dass dir auch das Deutschlernen Spaß macht. Nur dann kannst du auch motiviert bleiben und auch erfolgreich lernen. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Erfolg beim weiteren Deutschlernen und wir sehen uns beim nächsten Video.